Mit Japan verbinden viele Menschen als erstes die schillernden Metropolen mit ihrer Neonreklame. Doch das Land hat noch etwas ganz anderes zu bieten. Etwas, das während meiner Asienreise als einziges auf meiner Bucketlist stand. Die Pilgerwege des Kumano-Kodo. Seit über 1000 Jahren wird der Weg von Pilgern auf der Suche nach Erleuchtung besucht. Ich komme hierher, um genau diesen Ort kennenzulernen. Ein Ort, um mit der japanischen Natur in Kontakt zu treten und tief in die spirituelle Geschichte Japans einzutauchen. Auf der Anreise fragte ich mich, was mich auf diesen alten Wegen wohl erwarten wird. Für mich stellt die Pilgerreise die erste mehrtägige Wanderung alleine dar. Welche Begegnungen ich wohl machen werde? Wie wird es wohl sein, Stunden alleine durch die Natur zu streifen? So, Freunde, ich bin schon sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin jetzt erstmal angekommen, hier in einem japanischen Gasthaus. Ist auch relativ günstig, 20 Euro pro Nacht. So viel zu Japan kann man nicht bereisen, weil es zu teuer ist. Und ja, ich werde jetzt hier mich ein bisschen mit der Planung auseinandersetzen, nochmal die Wege durchgehen, ob das alles so passt, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich nicht irgendwo morgen oder übermorgen im Dunkeln im Wald lande, sondern dass ich auch dann eine Unterkunft parat habe. Denn die muss man tatsächlich hier entlang des Weges auch vorab schon buchen. Das heißt, ich musste wirklich alles schon vorab buchen. Nimmt ein bisschen die Flexibilität, aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Dann hat man auf jeden Fall ein Zimmer hier sicher. Und was auch sehr cool ist, ist, dass der Kumano-Kodo Teil des Dual-Pilgrim-Programms ist, zusammen mit dem Camino de Santiago. Denn das sind die einzigen beiden Pilgerrouten der Welt, die World Heritage-Status haben. Und das habe ich jetzt gerade erst erfahren, dass du quasi hier diese Stempel sammeln kannst. Und dann kriegst du irgendwann am Ende, wenn du beide gelaufen bist, das Zertifikat als Dual Pilgrim. Jetzt weiß ich schon, was als nächstes ansteht. Jetzt hier gerade die ersten Stufen des Kumano-Kodos. Das geht schon mal sehr, sehr schön los. Ah, herrlich. Ja, jetzt heißt es heute 7 Stunden bis ungefähr bis zum nächsten Ort, wo die Unterkunft wartet. Und da es ja jetzt 7 Uhr ist, ist auch genug Zeit für die ein oder andere Pause und das ein oder andere Verweilen.
ist der Viewpoint. Ach, das Wetter sieht doch fantastisch aus. Wenn das so bleibt, wunderschön. Und ja, tatsächlich bin ich erst einer Menschenseele hier begegnet auf dem Weg. Und das, obwohl die gestern im Informationszentrum noch meinte, ja, es ist jetzt Hauptsaison im Herbst. Aber vielleicht ist das eben schon Hauptsaison, dass man dann schon einer Seele begegnet und nicht ganz alleine hier auf dem Weg unterwegs ist. An wenigen anderen Orten kann man dem Shintoismus, Japans Naturreligion, so nah sein wie hier. Seit Jahrtausenden wird die Bergregion von Kumano verstanden als mystische, heilige Gegend, in der die Götter wohnen. Überall auf der Route des Kumano-Kodos finden sich Schreine. Schreine sind Orte, an denen Kami verehrt werden, die Seelen oder Götter, die der einen Urenergie entspringen. Erstmal eine Schlange lang gezischelt gerade und hat sich dann wieder im Laub verkrochen. Und die war gar nicht mal so klein. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber das ist das, was auch gesagt wurde. Also wenn man hier Tiere sieht, dann sind das entweder Wildschweine, Rehe oder Schlangen. Und ja, das Gute ist, wenn man eben laut ist und Bewegungen macht, die meisten Tiere, die hauen sowieso erstmal ab vor allem. Genau. Ja, kurze Gänsehaut und weiter geht's. Bäh. Uiuiui. Jetzt gerade ein Wildschwein gesehen. Zum Glück war das nicht auf meiner Höhe. Ja, das war zum Glück ein Hang weiter unten. Und ist dann auch erstmal schön weggeflitzt. Ja. Die gibt's also tagsüber auch. Solange du laut genug bist. Wie gesagt, flitzen alle weg. Hauptsächlich. Sehr schön, hier unterwegs zu sein. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich mir vor ein, zwei Jahren auch schon die Gedanken gemacht habe, als ich mit meiner Freundin in der Eifel unterwegs war, dass so ein bisschen die Leichtigkeit schnell abhanden kommt im Alltag, wenn man so drin ist, in seinen Strukturen, in seiner Routine und arbeiten geht. Und ich habe mir damals gesagt, egal was kommt, selbst auch in der Arbeit, dass ich diese Leichtigkeit behalten werde. Und ich glaube, ich habe es nicht immer geschafft. Ja, und jetzt hier unterwegs zu sein, jetzt ist es natürlich super leicht. Einfach, ich habe jetzt keine anderen To-Dos auf meiner Liste, als einfach diesen Weg hier lang zu gehen und ihn zu genießen. Und zu Hause, wenn man dann wieder in den ganzen To-Dos drin ist, hoffe ich, dass ich diese Leichtigkeit mitnehmen kann. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wertvolles, dass man das eben nicht nur schafft, wenn man hier auf diesen Wegen unterwegs ist, sondern das, was man hier auf diesen Wegen fühlt, dass man das auch mit nach Hause nehmen kann in den Alltag. Jetzt bin ich schon 9 Stunden unterwegs,
Die letzten 2-3 Stunden habe ich aber ein bisschen entspannter angehen lassen. Also da war nicht mehr allzu viel zu tun. Da ich gesehen habe, okay, ich bin schon relativ nah an unserer bzw. an der Unterkunft für heute Abend. Und dann habe ich ein bisschen Speed rausgenommen. Und das ist auch das Schöne. Und jetzt suche ich gerade die Unterkunft für die Nacht. Bin mal gespannt, wo die hier sein wird. Und das Coole ist, im Preis für die Nacht ist auch ein Abendessen, ein Frühstück und auch ein, so eine Art Lunch-Paket. Das nennt sich Bento-Set. Das ist auch mit dabei. Mal schauen, ob wir es finden. Ah, konnichiwa. Can I come in, yeah? Ja, Freunde, so sieht ein klassisches japanisches Zimmer aus. Es gibt wirklich nur diesen Boden, wenig Möbel und nicht mal ein Bett. Das heißt, das muss man aus dem Schrank holen. Da gibt es eine Matratze, da gibt es ein Bettlaken und ein Kopfkissen. Und das wird dann erst abends ausgebreitet. Also das nenne ich mal minimalistisch. So, Freunde, jetzt gibt es hier schon Abendbrot. Und ich bin ganz gespannt, was sich in dieser Box hier befindet. Ah, das sieht doch nach einem richtig schönen Set aus. Hier haben wir wahrscheinlich Fisch, dann hier ein paar Gemüsebeilagen, Tempura und einen leckeren Reis. Der sieht auch schon mal sehr geil aus. Gönnung! Das da drüben, das ist der Kobiro. Und Kobiro heißt das Heulen der Wölfe. Und tatsächlich konnte man hier vor über 100 Jahren noch das letzte Heulen hören. Dann ist der japanische Wolf leider ausgestorben. Ja, Freunde, ihr hört es vielleicht auch schon. Das ist nicht der Eismann. Das sind hier die Postboten. Aber es wird genauso gefeiert, wie als wenn hier Eis kommt. Freunde, jetzt erstmal ein kleiner Zwischenstopp. Gestern Abend in dem Ort, in dem ich übernachtet habe, da hat mich noch ein Franzose angesprochen. Der hätte mich hier einen Café entlang des Weges und jetzt bin ich hier gerade lang gelaufen. Da war er draußen, hey. Und deswegen gibt es jetzt hier erstmal einen schönen Kaffee. How was your stay in Nagano? Was quite good. Yeah. Yeah. You had a good dinner. Was good, yeah. I had a set. Yeah. And some stuff in the fish, tempura and yeah. Okay. Yeah, was fine. All right. Ah, yeah. So I made a strong espresso. Strong espresso, perfect. Thank you very much. I gotta go somewhere else. Japanese already? Can you speak? Yeah. Yeah? Yeah. For how long are you here? Yeah? I first came in Japan in the 80s. Wow. I was working in Tokyo. Oh wow! So I stayed first 15 years, and 13 years, 13 or 14 years. And after we went to Paris with my wife. We stayed 15 years in France. Wow! Yeah. And we came back here. Well, a big journey, huh? Yeah, but it's okay. It's nice. Mm. Happy to come back. Yeah.
And Japanese to learn is hard or is okay after a while? Very, very, very not okay. Ja, ich habe gerade mit Dennis, dem Kaffeebesitzer, noch eine Stunde oder so geschnackt und wir haben über Gott und die Welt geredet. Und ja, tatsächlich Gott, also Religion war auch kurz ein Thema. Und ja, er meinte, dass das ja in der Religion oft immer so ist, dass man eher nach dem Paradies strebt, nach dem Leben. Und er meinte halt ganz trocken, dabei ist doch das Paradies schon hier auf der Erde. Und das ist ja auch das, was den Shintoismus, also Japans Naturreligion, auch ausmacht. Das heißt, damit ist er in irgendeiner Form auch schon verbunden oder würde das zumindest teilen. Und ja, er meinte, viele suchen eben genau das, diese Connection zur Natur, das ist das, was ihnen im Alltag fehlt. Und das finden Sie hier auf dem Kumanokudo. Viele Trinkautomaten hier in Japan, aber das ist ja wohl mal der geilste. Danke dir, Penis Pinocchio. Och nö, nicht die jetzt auch noch. Da ist ein Affe, Leute. Da hinten. Der chillt da. Jetzt macht er sich gleich auf. Ne, er chillt da. Schaut mich gerade an. Krass. Ich dachte, ich sehe nur Wildschweine. Jetzt geht er gerade weg. Ich muss sagen, heute, der zweite Tag, der war auf jeden Fall noch ein bisschen herausfordernder als der erste. Nicht nur von der Strecke waren es auf jeden Fall einige Kilometer mehr. Sondern, ja, wir sind auch nach dem Café, bin ich nicht mehr durch einen einzigen Ort gekommen und wirklich nur durch die Natur gegangen. Und ja, hab dann noch ein Wildschwein gesehen, das zweite jetzt also, jeden Tag eins. Täglich grüßt das Murmelschwein. Ja, und deswegen, da kommen natürlich dann Gedanken und auch Ängste, denen man sich auf jeden Fall auseinandersetzen muss. Und das finde ich ist super spannend. Ja. Mit der Natur auch erstmal wieder richtig warm zu werden und zu connecten und ja, nicht Angst vor ihr zu haben. Und irgendwie entwickelt man, wenn man dann hier auch unterwegs ist, glaube ich, für eine Weile auch eine gewisse Zuversicht. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Angekommen im Hostel tauschte ich mich mit anderen Pilgernden aus. Danach wartete noch etwas ganz Besonderes auf mich. Wie cool ist das denn bitte? Ein Hostel mit einem Onsen. Da werde ich jetzt nicht reingehen. Und vorher natürlich schön gründlich waschen.
zu einem Taisha-Shrine. Das sind also größere Schreine, wo die Menschen hinkommen, wenn sie sich schon vorher bei den Kleinen gereinigt haben. Und dann ist das so eine der größeren Stationen. Schauen wir uns das mal an, was jetzt hier gemacht wird. Hier ist tatsächlich der größte Tori der Welt. Eine Sache steht noch an, bevor der heutige Tag beginnt, und zwar die Zubereitung meines Lunchpakets. Und das passiert hier in diesem Ort auf ganz besondere Art und Weise. Herrlich, ich bin hier wieder auf einem Weg unterwegs. Ich habe schon wieder seit, weiß ich nicht, einer Stunde oder so die letzte Straße verlassen. Auch keine Menschenseele mehr gesehen. Also es ist immer auch erstmal komisch wieder, weil man ganz alleine hier irgendwie in der Natur ist. Und es ist, fühlt sich ungewohnt an, als wäre da irgendwie so eine Bedrohung oder Gefahr. Da muss man sich wieder kurz klar machen, hey, wir sind ja eigentlich Teil des Ganzen und ich bin jetzt nicht so ein Fremdkörper, aber es fühlt sich erstmal an, bis man dann wieder mit der ganzen Umgebung verschmilzt und auch Zuversicht und Vertrauen gewinnt. Das dauert immer so jeden Tag, wenn ich starte. Interessant. Thank you.
So, ich glaube, das ist die Unterkunft für heute Abend. Eieiei, was ist das für ein schönes Zimmer. Boah, viel Platz und sogar einen kleinen Balkon. Wow. Freunde, schaut euch mal diese Stimmung hier am Morgen an. Die Sonne kommt gerade hinter den Bergen hervor. Und der Nebel ist noch da, aber sie wird ihn gleich verdrängen. Der sechste und damit der letzte Tag bricht an, Freunde. Ich habe gemischte Gefühle. Irgendwie freue ich mich darauf, auf den Tag und auch auf die letzte Etappe, weil am Ende der Tour wartet ja doch noch ein kleines Highlight. Das werden wir dann uns aber später anschauen. Ja, und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen schade, das Ganze, dass es jetzt schon vorbei ist. Ich könnte mir wirklich, und damit meine ich wirklich, vorstellen, hier auch irgendwie noch ein paar Tage länger zu gehen, wenn das denn möglich wäre. Ja, und deshalb wird der letzte Tag auf jeden Fall genossen und ich schalte jetzt auch ein bisschen die Kamera aus und werde jetzt hier einfach ein bisschen durch die Wälder steppen. Hier kam gerade ein Geräusch, sehr, ich würde sagen so 10 Meter oder so entfernt von mir, so ein ganz tiefes und ich dachte, scheiße, was geht denn jetzt ab? Ich hatte ja schon zwei Wildschweine gesehen, ich war hier so ganz alleine. Da dachte ich, da kommt jetzt gleich jeden Moment eins um die Ecke, aber diesmal heute aggressiv. Und dann schaue ich hin und dann sehe ich zwei Beine und dann kommt da so ein Japaner um die Ecke übelst laut am Röpsen. Junge, ich hatte wirklich Angst. Und hier das schöne Bento. Erstmal schön als Snack bei dem der schönen Aussicht. Und bis zum Meer kann man gucken. Krass. Es ist schon mal Zeit für ein kleines Resümee. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich bin stiller geworden. Ich bin ruhiger geworden. Das meine ich jetzt nicht zu euch und in die Kamera, sondern in mir drin. Hat sich irgendwie eine Ruhe eingestellt. Das fühlt sich gut an. Ich vernehme da gerade ein Rauschen. Und zwar ein etwas größeres Rauschen. Der erste Blick. Ach du Scheiße. Oh.
das mal ein bisschen näher an. Und da drüben, da haben sich auch schon alle Fotohungrigen versammelt und schießen schon fleißig. Und genau da werde ich mich jetzt dazustellen. Meine letzten Meter des Kumano-Kodos führten mich durch einen heiligen Baum. Über 70 Kilometer bin ich in den letzten 6 Tagen gewandert. Hatte ich in den ersten Tagen noch Angst vor der Natur und was mir in ihr begegnet, freundete ich mich immer mehr mit ihr an und war schließlich ein Teil von ihr. In unserer reizüberfluteten und schneller werdenden Welt sind wir dauerhaft miteinander im Kontakt und fühlen uns gleichzeitig doch weniger verbunden. Diese Verbundenheit spüren zu können, das habe ich als großes Privileg empfunden. Bereits seit über einem Jahrtausend sind Pilgernde hier auf dem Kumano-Kodo unterwegs, um nach dem Himmel auf Erden zu suchen. Und genau das kann ich jetzt verstehen.